Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Multiplayer auf der Cannon Crossing. Ja, wir sitzen hier in unserem Glas, fast im kleinsten, den wir besitzen, ja. Ja, tun natürlich ein bisschen Platz schaffen, denn es soll noch mal was gebaut werden. Ich habe jetzt so noch mal die Produktion durchgeguckt und das heißt, Gebäude durchgeguckt, die wir bauen können. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns eine Kirche bauen. Weil in der Kirche kriegen wir ja diese... Was sind das noch? Diese zusätzlichen Booster für die Produktion. Habe ich jetzt gesehen. Auch ob es in ausreichender Menge ist, weiß ich nicht, was wir da bekommen. Und wir brauchen eben dazu nur Strom. Den Strom können wir ja produzieren in unserem Heizkraftwerk. Und ja, wir sollten gucken, dass wir das eben vor 18 Uhr hier vielleicht noch platziert kriegen. Weil dann würde ja der Strom nochmal automatisch verteilt werden. Aber wir brauchen ein bisschen Platz, um die Kirche hier zu bauen. Die ist gar nicht so teuer. Sind 95.000, ne? Was wir investieren müssen. Und ja, es hat aufgehört zu regnen, kurz bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe. Produktionsinfo hat ist natürlich so für uns nicht mehr zu gebrauchen. Aber wenn wir mal hier kurz einschalten, da sehen wir schon, dass einiges von den Season-Spawnern voll ist. Zwar die Särge, dann auch verschiedene Steine. Schon von den von den Mining Sheet, was wir gemacht haben, oder gestellt haben, mit zusammen mit dem Grundstück, was wir gekauft haben. Mal gucken, was da rauskommt. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns echt überraschen lassen. Und ja, gucken wir mal. Aber wie gesagt, Produktionsinfo hat, was die anderen 61 weiteren Einträge sind, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht mehr anzeigen lassen wie die 25. Und da müssen wir mal schauen. Da wird alles, was oben mit dem Grundstück zu tun hat, was wir gekauft haben, wo die ganzen Edelsteine auftauchen dann. Die natürlich jeder Edelstein und jeder Spawnplatz wird, das sind einige an Spawnplätzen, so viel wie ich weiß, hat ja dann diese Einträge. Ich hatte auch mal Achim angeschrieben, oder beziehungsweise im Stream, wo gestreamt hat, gefragt, ob man das eventuell ausblenden könnte, volle Produktion. Ich meine, die Einträge mit Leer, die könnte man sich raussuchen und könnte in der Placeables einen Eintrag machen, dass da nicht angezeigt wird. Aber irgendwann stehen 25 volle drin. Das nützt mir dann auch nichts. Ne? Also da ist dann ist ein bisschen vergebene Mühe, das alles. Man müsste es manuell nachtragen, weil das Produktionsinfo hat, setzt auch nur, wenn ich sage, im Produktionsinfo hat ausblenden, der setzt einen bestimmten Hitzzeile, Textbefehl, es steht dann in der Placeables drin für die entsprechende Produktion. Da könnte man sich das ausblenden. Das könnte man manuell nachrüsten. Das wird ja mit gespeichert. Das geht alles. Aber ja, auf Dauer ist das nichts dann. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht tut sich da was. Ich weiß nicht, reicht der Platz schon? Ne, Kirche ist größer. Reicht noch nicht. Ne? Ich hatte das überlegt, ob ich eventuell die Bäume mit der Kettensäge wegsäge und dann... bloß die Stumpen wegfräse, aber da habe ich mir gedacht, das schaffen wir nicht vor 18 Uhr. Weil dann müsste ja wieder ein LKW herkommen. Aktuell machen wir noch eine Düngermission. Die müsste auch gleich fertig sein. Da war vorhin schon mal bei 85%. So, und dann sieht es mit heutiger Einnahme nicht so gut aus. Also dann haben wir alles abgearbeitet von den ganzen Missionen, was wir hatten. Da müssen wir dann erstmal wieder gucken, was der neue Tag bringt. Ne? Ich meine, allzu lange, wir müssen, was wir zwingend machen müssen, wir haben keine Steine mehr in unserer Steinmühle. Da müssen wir, können wir oben auf den Grundstück 231, was wir neu gekauft haben, dort werden wir schon mit dem Trecker und mit der Fräse, werden wir da so ein bisschen Steine einsammeln. Fräse steht nämlich schon, oder Trecker steht schon Richtung Fräse dort. So, gucken wir mal, ach, das sieht dann ganz gut aus. Das sollte eigentlich passen. So, PV-Mods, allgemein. Genau, und hier vorne Kirche braucht 15 Strom, macht jeweils 10 von diesen Boostern, die wir in den Produktionen brauchen. Können wir eigentlich hier so hin platzieren? Wir werden da nichts anliefern müssen. Eigentlich passt es auch so rum hin, oder? Was ist denn das hier vorne von Schild? Steht da die Öffnungszeiten dran? Platzieren muss es so rum, hätte ich gar nicht so viele Bäume wegmachen müssen.
Mal Rasterplatzierung anmachen. Und das Haus steht nicht im Winkel, der Weg ist nicht im Winkel. Wir machen mal Rasterplatzierung aus, gucken mal, ob wir die bisschen drehen können noch. Objekt wird platziert, ne? Hat sich auch lange überlegt, ne? Gut, Strom wird verteilt, also hier liegt man voll im Plan, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns hätten irgendwo kaufen können auf der Karte. Habe ich auch kein Grundstück gesehen, also muss ich jetzt ehrlich so sagen. Aber was wir natürlich machen könnten, wir könnten mal hier noch ein bisschen das Ganze bemalen. Also nicht die Kirche, aber den Platz davor. Aber jetzt muss ich immer gucken, ist das jetzt hier der Weg? Ne, das ist ja Matsch. Wir haben ja keinen Matschweg, oder? Wir haben keinen Matschweg. Oder doch? Ne, das ist andere Textur. Ich glaube, das hier ist das, oder? Ne, das passt auch nicht. Dann ist es Dreck 2. Genau. Ja, es sitzt eben nicht so richtig im rechten Winkel, aber gut, das ist dann so. Ich wollte es auf rund umstellen. Und jetzt noch das Gras mähen hier vor der Kirche. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Season Spawner, wo das jetzt hier mit denen, wo die Särke rauskam. Da müssten wir nicht mal gucken, ob wir sonst eventuell die Strecke etwas verlegen. Dass wir nicht immer dran hängen bleiben. So, das lassen wir erstmal so. Ja, Hackschnitzel, weiß nicht, wo wir die dann mal verbrauchen können. Gehen die Komposter? Oder brauchen wir erstmal gar nicht hinfahren? Wollte ich ja mal das Rohr einfahren, dass euch was geladen wird hier. Komposter. Ich glaube, der steht doch auf, ne? Ja, wir werden hier öfters durchgucken müssen. Flaschen werden nicht mehr hergestellt, weil kein Glas mehr da ist. Mehl wird auch geholt. Das ist jetzt aufgebraucht. Genau, die Flakes sind nämlich hier aufgebraucht in unserer, in den kleinen Schmelzofen. Und wir hatten ja noch, hier fehlt Steine. Ne? Und wir hatten ja noch den, hier muss Holz rein in die Wood Factory, wo ist denn der andere Schmelzofen? Hier ist es doch Black Sheet. Da habe ich auch Gold an, weil hier machen wir aus Gold, wenn wir beide, wenn wir noch die anderen zwei Booster haben, machen wir aus 5000, 20.000 Liter Gold. Also 1 zu 4, also wir vervierfachen unsere Flakes. Ne? In unserem kleinen Schmelzofen machen wir ja 0,9. Ne? Also wir machen ja 1000 Flakes und kriegen 900, kriegen hier nur 900 Gold raus. Ne? Also 100 zu 90, also 10% weniger. Deshalb werden wir das in den anderen, in den Black Sheet herstellen, aber da bräuchte man eben die Booster, da wird man noch so richtig gut was aus unseren Goldbarren machen können. Man könnte es jetzt sagen, ja gut, dann stellen wir es jetzt ab, aber wir lassen das selbst bei 5 zu, ist ja auch schon das Doppelte, was wir rauskriegen dann. Das lassen wir schon mal so noch. So, ich wollte eigentlich nach dem Komposter gucken, das war der ganze Grund, ne? Wird total hier abgestürzt. Hier Kompost, Kompost, den Hackschnitzel rein, können wir reinhauen, dann werden die mit verbraten zu Kompost. Haben wir auch schon 281.000, aktuell brauchen wir den, glaube ich, nirgends. Ich weiß nicht, wann ist denn da der beste Monat, das zu verklingeln. Kompost, Farmers Markt natürlich im März, ne? Ja, ist jetzt nicht so der wahnsinnige Unterschied, 348, 360. Also könnte man eigentlich wegfahren, wenn es Not an Mann ist. Ne? 9,4 Millionen haben wir schon geldmäßig eigentlich irgendwo in unseren Lägern rumliegen. Ich weiß zwar nicht, wo das überall ist. Ja, der größte Anteil ist trotzdem
Trotzdem Holz, ne? War da nicht so unwahrscheinlich viel drin? Ja, hier 4,5 Millionen fast an Holz. Also nicht Liter, sondern an Geld. Ne? Aber das werden wir nicht verkaufen. Ne? Also das ist... Das machen wir nicht. So, Arbeit beendet ist ja nicht schlecht. Achso, das eine ist eine Sämaschine. Auf unserem Feld. Ja, und das andere? Ist die Frage, ne? Wenn der andere der Düngerstreuer ist, haben wir natürlich schon das verpasst, haben viel zu lange gedüngt. Ne? Außer nichts Neues. Nur immer abgelenkt durch Arbeit hier. So, mal gucken, ob wir das hier reingezirkelt kriegen mit dem Teil. Eigentlich sollte das gehen. Da müssen wir doch annehmen, weil es ist ja erstmal ist nur Stroh drin. So, mal hier drehen. Nee, nicht senken. Genau, geht. Ja, wenn der Stroh entsprechend alle ist. Achso, das war voll, glaube ich, Stroh, ne? Ja, wir haben die Hackschnitzel mitverarbeitet, das passt schon. Ich weiß nicht, ob ich den mal hinschicken sollte zum Hafen, weil dort müssen auch Stumpfen gefräst werden. Ne? Schickt man auch mal hier zur Fähre. Und zwar dorthin. So, genau. Einmal ist der Kalkstreuer fertig. Das sieht gut aus. Der muss dann angesät werden. Na gut, dann ist das andere Sämaschine. Das ist dann schon okay. Den schickt man erstmal hier zur Werkstatt, sodass er sich nochmal beladen tut. Ja, Ordnung müsste natürlich auch mal im Hof gemacht werden. Was will er jetzt mir? Warum das nicht? Erster Strecke, oder hast du keine Lust? Ist doch eindeutig eine Strecke. Ja, warum will er da keinen Weg berechnen können? Beidseitig befahrbar. Warum sagt er, er kann dort keinen Weg berechnen? Achso, ist ja an. Erschließt sich mir nicht. Theoretisch ist hier nichts kaputt. Kann nicht ausklappen. So rum fährt er. Warum fährt er so rum nicht? Er müsste ja so rum genauso fahren. Ist halt nur weiter. So rum fährt er nicht. Das kann nicht mal sein. Aber er zeigt mir keinerlei Fehler an der Strecke. Als durchgetappt hier. Wenn hier vorne kippt, müsste es eine Ausfahrt geben.
Also theoretisch müsste es funktionieren. Erschließt sich mir nicht, warum er nicht herausfahren soll. Tja, geht doch, aber eine Unterbrechung habe ich jetzt hier hinten auch nicht gesehen. Gut, müssen wir mal beobachten. So, genau, er ist angekommen. Er soll nämlich hier, er soll Mehl holen. Wir brauchen Mehl. Weizenmehl und Gerstemehl haben wir ja drin. Können wir beides verarbeiten unten mittlerweile. Wo ist denn hier Produktion? Quatsch, ist ja eine Mühle, weil doch beim Bäcker. Weizenmehl und... Ne, Gerstemehl brauchen wir ja gar nicht. Warum stellen wir das denn her? Ach doch. Können wir einschalten. Hafer, gut, haben wir keinen aktuell. Müssen wir gucken, dass wir was angesät kriegen. Aber unsere Felder sind eigentlich alle verplant schon wieder, ne? Ja, dann nehmen wir 10 Paletten mit. Und von Weizen nehmen wir auch 10 Paletten mit. Habe ich da alles ausgelagert? Ne, 8 Paletten Weizen sind bloß ausgelagert. 2. So rum. So, wie viel werden wir dann noch drauf kriegen? Das ist erstmal das, was wir im Ofen brauchen. Wir passen da noch hin. Nochmal 8 Paletten, oder? Hier haben wir noch 5 ganze. Das ist eben so ein bisschen... Und jetzt passt noch mehr hin. Da passen noch mal mindestens 5 drauf. Zwölf nicht, aber 5 nehmen wir noch mal, oder? Ich weiß nicht, ob man beim Universal Autoload auch sagen kann, er soll anbleiben. Ich glaube, beim Ballen kann ich das irgendwie einstellen, beim Ballenladen, oder kann man ihn anbleiben, ne? So, ich kann ja mir das Streckennetz wieder ausmachen. So, der fährt runter zum Hof erstmal zur kann nur zur Werkstatt fahren. Einen anderen Punkt gibt es da leider nicht. So, hier haben wir Glas mit. Das muss hier rein. Zack. Ihn können wir dann nochmal zurückschicken. Und zwar hier Abholung. Steinmühle Abholung. Ja, ja, der Stress. Und dort steht. Vielleicht holen wir nochmal eine Ladung Glas. Mal gucken. Achso, durch den Regen hat sich natürlich jetzt hier auch etwas gefüllt in unserem See. Das Wasser. Eine Pfütze. Ja, mehr ist es nicht. Aber gut, das wird natürlich verbraucht. Aber oben stand ja auch da, dass hier am See unser Ton hier, unser Lehm voll ist. Ne? Also das, da wird nichts dazukommen momentan. Aber wir haben, glaube ich, knapp 400.000 erstmal ins Lager hingefahren. Das
reicht doch erstmal. Zum Verkaufen lohnt sich's nicht. Dann kriegt man, glaube ich, um die 50 pro 1000. Das ist nicht so die Welt. Er ist fertig, dann kriegt man doch Geld. Habe ich überhaupt, habe ich übersehen hier, 173.000, das hat sich so richtig gelohnt für uns. Neue Missionen, muss ich mich erstmal anmelden. Ob wir da was Neues kriegen, weiß ich noch nicht. Ne, wird heute nichts dazukommen, müssen wir uns sicherlich erst die Nacht überspringen, aber das ist auch, ja, bis zur nächsten Folge könnte man das gemacht haben. So, dann fährst du mal zum Feld 43, möchte ich meinen. Ne? Genau, das ist das Feld, wo unsere Sämaschine fertig ist. Da müssen wir schauen. Ich hoffe mal, dass das jetzt mit Mineraldünger geht. Ich weiß den Grund echt nicht. Die stehen ja alle bereit. Ich suche jetzt eigentlich. Ja, wollte ich ja. Die Silage ist fertig. Meine verkaufen weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mir schwebte eigentlich vor, dass wir eventuell uns Tiere anschaffen könnten, wo wir dann welche brauchen im Stall. Aber wann? So, Gerste stellen wir jetzt um, weil wir werden auf unser anderes Feld unten auf die 45 werden wir Gerste machen. So, die Linien können aus. So, theoretisch müsste Strom verteilt worden sein, 18 Uhr. Ich meine, gut, das sehen wir jetzt hier natürlich nicht, weil die Bedürfnisse, die hier drin stehen im Produktionsinfo hat, das ist ja viel zu viel. Also die Särge voll ist raus, die Meldung. Das würde ja heißen, dass irgendwo Särge gespawnt sind wieder. Müssen wir gleich nochmal gucken gehen, oder? Wir werden uns dann noch das Grabfeld irgendwo kaufen müssen. Passt eigentlich gut neben der Kirche. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es von der Größe her hinpasst. Damit wir die Särge auch irgendwo verkaufen können. Weil aktuell gibt es da so keine Verkaufsstation. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Preis? Ne, gibt es glaube ich auch nicht dann. Hier vorne habe ich die Ballen hingestellt, die mir auf dem Feld hier gepresst haben. Das ist alles... Die sind natürlich noch nicht fertig, ne? Mehr ist daher auch nicht runtergekommen, muss man sagen. Leider. Aber Kalk ist jetzt theoretisch hier genug drauf. Genau. Fehlt eben nur dann der Dünger. Je nachdem für die Frucht entsprechend. So, lenken wir mal hier um. Generieren mal einen Kurs. Das sollte reichen bei der Entfernung. Ja, ja, das passt. So, bei ihr Stück nach draußen ist alles erwischt wird. Bei Vorgewände, scharfe Ecken, Haltbahn fangen wir an. Und 15% Überlappung. Oder 16, das kommt nicht so genau drauf an. So, erster Wegpunkt. Dann kann ich hier loslegen. Weil er wird vor der Nacht noch fertig werden. Ich denke mal, wir haben es zwar jetzt schon 18 Uhr, aber so schnell wird es jetzt nicht dunkel. Wir sind im... September, also ich denke mal schon, dass noch eine Stunde hell bleibt. In der Zeit müsste er auch fertig sein. So, habe ich jetzt da oben überhaupt, wenn ich dort oben die Steine einsammle, das Grundstück ist ja das hier, was wir uns hier gekauft haben, ne? Habe ich da einen Anfahrtpunkt, nur den hier hinten, ne? Oder was ist das hier, wie weit geht das Grundstück bis dorthin? Müssen wir uns mal noch einen Punkt machen. Was ist das hier, Mine Erz 2? Da können wir ihn mal hinschicken. Mine Erz 2 und dann soll er natürlich in der Steinmühle ausladen. Momentan ruckelt es jetzt hier wieder ein bisschen. Willkommen, ne? In Ihrem Beutel.
dass wir ja noch ein paar Steine vor der Nacht herkriegen. Aber ich mache doch gar nichts gefährlich. Es wird kein Holz und keine Ballen gefahren. So, Mine Erz 2. Das Einzige, was gefahren wird, sind Paletten aktuell. Aber meinst du, sollen die das Ruckeln so oder so verursachen? Das ist furchtbar aktuell. So, Sämaschine läuft. Ich suche eigentlich nur. Achso, hier könnten wir auch gucken. Nee, hier ist nichts gespawnt. Wo ist denn der Radlader? Ja. Nee, liegt nicht da. Ist nichts hinzugekommen. Und hier oben wird auch noch nichts da liegen. Weil ich möchte meinen, dass die Sachen aus dem Mining Sheet dann hier drüben wenn ich mich recht entsinne vom Festspielstand hier drüben lang so am Felsen dann immer liegen. Ich weiß nicht, wie das spawnt. Kommt das überhaupt auch vom Himmel gefallen? Nee, das sieht man keine. Oder liegt hier schon was? Nee. Nee, ich glaube, das sind die Spawn-Trigger, oder? Irgendwie war das. Ich glaube, vom Himmel kommt es eben hier nicht gefallen. Aber gut, deshalb werden wir hier oben die Steine wegnehmen, dass wir das immer schön ordentlich sehen dann. Weiß nicht, ob wir das hier auch wegpickern können. Ich glaube, das geht auch, oder? Wo ist denn hier unser Presslufthammer? So, hier Mine. Mine Erz 2. Meister. Nach Möglichkeit heute noch ankommen. So, jetzt muss ich mal gucken, was hat denn er jetzt angehangen? Den Holzloader? Legal Timberrunner, ne? Das ist, glaube ich. Das ist der Holzloader, ne? Wir brauchen aber den richtigen Holzanhänger. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund was verarbeitet wird, dass das so ruckelt aktuell. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nur synchro durch bin. Bin ich das alles schon synchronisiert? Ne, ist auch noch nicht alles synchronisiert bei mir. Ja, das dauert leider ewig immer. Da bin ich jetzt schon knapp, naja, 3/4 Stunde auf dem Server. So, was ist jetzt hier eingestellt? 2x6 Meter, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen 1x12, Enter. Wir wollen 1x12, genau.
So, die Stämme, die hier rauskommen, ich glaube, das sind dann, haben wir das Autoload an. Ich glaube, das sind 16 Stück, die wir drauf kriegen. Ne? So, 6 Meter wollen wir nicht, wir wollen 12 Meter. Und ja, mehr wie 10 kann ich nicht auslagern. Aber er autoloadet es mir nicht. Warum nicht? Weil ich auf links auf Laden stehe, ne? Ich weiß, jetzt noch umstellen können. Aber jetzt wird es doch recht dunkel, oder? Was ich auf jeden Fall noch machen muss, wir brauchen Steine in der Steinmühle. Da kommen wir nicht drum rum. Das sollten wir auf jeden Fall noch fahren. Gut, wir haben vielleicht nicht in der Folge schaffen, die ist ja eigentlich schon rum, ne? Ist ja Wahnsinn. So, 6 Stämme passen da nicht mehr drauf. Da gehen doch höchstens nur noch 2 drauf. Das jetzt ruckelt wieder beim Holzfahren, das ist mir klar. Deshalb haben wir ja die anderen Holzanhänger auch im Betrieb. Der Trigger war hier, glaube ich, recht klein. Ne? Ich glaube, so stehen wir übers Eck drin. So, laden wir mal noch die Fuhre ab. Jetzt passen wir nicht mehr durch, oder was doch? Wie jetzt? Das war's. Soll ich die einzeln abladen? Achso, jetzt verspannt er. So rum wird's was. Ich muss aber trotzdem Spanngurt abmachen. Gut. Gut, das Holz erstmal abgeladen und mal gucken hier, warum das hier so ruckelt. Ob ich auf den Server gucken, ob ich was sehe. Aber ja, ansonsten nächste Folge natürlich am Mittwoch. Und hier machen wir noch das Autoload aus. Ja, vielleicht schon am nächsten Tag, muss ich mir noch überlegen. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.